Wir werden noch eine dritte Art der Kontemplation zusammen machen. Und bevor wir das machen, werde ich etwas darüber erklären. Und jetzt noch einmal ganz kurz rekapitulieren, was wir schon gemacht haben als Kontemplation. Wir haben erst die liebende Güte-Kontemplation gemacht, um uns selber zu erkennen, besser kennenzulernen, zu wissen, vielleicht etwas intensiver, was sich in uns so häufig abspielt und wie wir das vielleicht auch verbessern, verändern können. Die Feindseligkeit, Ursachen der Schmerzen und das Beschützen des eigenen Glücks. Ich würde noch einmal vorschlagen, anhand allerdings nur einer einzigen Frage, vielleicht geht es nur diesem einen Menschen so, aber ich bezweifle das, nochmal nachzuschauen, was ist Glück ohne Angst des Verlustes? Reines Glück und reine Liebe dürfen keine Angst des Verlustes in sich tragen. Noch einmal, Angst ist Hass. Ich habe nur vor dem Angst, was ich nicht leiden mag. Ich kann keine Angst haben vor dem, was ich liebe. Ich glaube, viel verständlicher kann man das nicht ausdrücken. Ich würde darüber noch einmal nachdenken. Was bedeutet mein eigenes Glück? Wovor habe ich Angst? Kann ich Angst haben vor dem, was ich liebe? Oder habe ich Angst vor Verlust und hasse daher den Verlust? Das ist die erste Kontemplation und ich möchte anempfehlen, sie jeden Tag einmal für eine gewisse Zeit zu unternehmen. Auch bei der Kontemplation ist es viel schwieriger, mit dem Geist herumzusäuseln, wie man das bei der Atembetrachtung sehr leicht machen kann. Man sitzt und glaubt, man meditiert. Aber in Wirklichkeit geschieht überhaupt nichts, weil der Geist nicht ganz anwesend ist. Er versucht, sich zu entfernen. Das ist auch ein ganz allgemeines Übel. Es ist nichts Persönliches. Überhaupt vielleicht noch einmal. Es gibt keine persönlichen Probleme. Sie sind alle universell, alle aufgebaut auf denselben Grundlagen. Der Ich-Bestätigung und dem Daseinstrieb. Daher, wie sie sich äußern, die Probleme, ist ganz egal. Sie haben alle dieselbe Grundlage. Und daher braucht man, wenn auf irgendein Knöpfchen gedrückt wird, das absolut nicht anzunehmen, dass das nun persönlich ist. Man sollte mal feststellen, dass da auf ein Knöpfchen gedrückt wurde. Das würde viel mehr bringen. Man sieht, aha, so sieht das aus. Diese erste Kontemplation also mindestens einmal den Tag sich damit beschäftigen. Einmal feststellen, was geht in mir vor. Die zweite Kontemplation handelt von der Vergänglichkeit, von Verfall, Krankheit und Tod, und von alledem, was mein und mir lieb ist, dass es sich ändert und entschwindet. Mein und mir lieb ist vor allen Dingen ich. Ändert sich das? Hat sich das geändert in den letzten 5, 10, 15, 20 Jahren? Oder sieht das ganz genauso aus und benimmt sich ganz genauso? Was hat sich geändert? Wie fest versuche ich daran, mich anzuklammern? Wie viel Glück bringt mir dieses Anklammern? Dieses Untersuchen bringt Einsicht. Etwas Einsicht bringt etwas Ruhe. Etwas Ruhe bringt etwas Einsicht. Über den Tod haben wir gestern Abend recht lange gesprochen. Auch über Karma habe ich schon gesprochen, die fünfte von den 5 täglichen Betrachtungen. Unbedingt, jeden Tag, nicht mechanisch diese Sätze vor sich hin sagen, sondern den eigenen Tod betrachten, den eigenen Verfall, das eigene Karma.
Mechanisch die Sätze vor sich hin sagen ist sinnlos. Braucht man nicht zu machen. Das sind Einsichtsmöglichkeiten. Den Atem betrachten und dabei bleiben ist ein Weg zur Ruhe. Die liebende Güte-Meditation ist ein besonders effektiver Weg zur Ruhe. Denn wenn die Emotionen beruhigt sind, beruhigt sich der Geist auch. Sodass gerade die liebende Güte-Meditation ein sehr oft sehr zweckmäßiger Zugang auch zu den Vertiefungen ist. Es sind zwei Wege zur Ruhe. Die Gehmeditation haben wir benutzt, auch um zur Ruhe zu kommen. Konzentration. Bei der Stück-für-Stück-Meditation ist beides angesprochen worden. Die Konzentration bringt Ruhe. Aber die Einsichten, die daraus erwachsen, des Loslassens, des Nichtreagierens, sind auf der Ebene der Einsicht. Einsicht, das Wort Einsicht auf Pali heißt Vipassana. Vipassana ist keine Methode, sondern es ist das wünschenswerte Resultat jeglicher Methode. Einsicht, Klarblick, Weisheit. Das ist das wünschenswerte Resultat, obwohl Vipassana wörtlich übersetzt eigentlich Klarblick heißt oder auch Einsicht. Weisheit ist ein anderes Wort in Pali. Wir haben auf diesem Weg also Ruhe und Einsicht und üben beides. Und ich möchte noch einmal empfehlen, beides zu üben. Es ist viel zu einfach, sich auf eins zu spezialisieren und zu glauben, dass da etwas vorwärts geht. Sie müssen Hand in Hand gehen. Die Ruhemeditation ist ein Mittel zum Zweck und ohne dieses Mittel wird der Zweck nicht erfüllt. Buddha hat es in jeder Lehrrede, die von der Meditation handelt, erwähnt, den Weg der Ruhe. Aber die Gelegenheit, die wir hier haben, Einsicht zu bekommen, ist einzigartig. Die wenigsten Menschen kümmern sich zu Hause darum, was mit ihrem Krankheit, Verfall und Tod geschieht, außer sie stehen den drei Dingen effektiv gegenüber oder einem davon. Die wenigsten Menschen denken an ihr Karma. Je mehr wir das hier in uns verankern und verinnerlichen, desto leichter wird es sein, das für unser Leben zu benutzen. Wenn wir nicht an unser Karma denken im täglichen Leben, dann wird im Allgemeinen viel zu viel Unnötiges, unüberlegtes, schlechtes Karma gemacht. Denn wir machen es mit unseren Gedanken. Und die Resultate sind nur alleine für uns selber schlecht, für niemand anders. Dass die anderen Menschen dann reagieren, das ist ein zweites Unglück. Aber das erste Unglück ist unseres. Beides benutzen, die Gelegenheit wahrnehmen. Diese Gelegenheit hat man erstens mal nicht oft, und zweitens mal geht sie sehr schnell vorbei. Die dritte Kontemplation ist eine Analyse und Zerlegung in die Bestandteile, aus denen jeder Mensch besteht. Und wir werden es als eine Übung auch vornehmen und vielleicht daraus etwas Einsicht schöpfen. Die Einsichten in der buddhistischen Terminologie handeln immer von eins von drei Dingen, können aber natürlich auch auf dem Weg der Einsicht in kleinere Bestandteile zerlegt werden. Diese drei Dinge heißen auf Pali Anicca Dukkha Anatta: Vergänglichkeit,
Unerfülltheit und Substanzlosigkeit. Die Substanzlosigkeit ist das Ziel der ganzen Praxis. Wenn wir einmal gemerkt haben, gespürt haben, nicht gewusst haben, sondern gespürt haben, dass wir total durchlässig sind, dass hier absolut nichts Eigenständiges, Kompaktes zu finden ist, dann brauchen wir uns nicht mehr anzuklammern. Nur das, was eigenständig ist und kompakt, braucht Unterstützung. Das, was ständig im Fließen ist, fließt ohne jede Beihilfe, von ganz alleine. Diese Unterstützung, die wir ständig suchen, auf jeder Ebene, materiell vor allen Dingen und dann emotionell, ist eine Mangelerscheinung, die äußerst unangenehm ist. Aber da jeder damit lebt und gar nichts anderes kennt, weiß er gar nicht, wie unangenehm das ist. Ich vergleiche das immer mit einem Rucksack, den man auf dem Rücken hat, der vielleicht 100 Pfund wiegt. Und da man immer diesen Rucksack auf dem Rücken hat, merkt man gar nicht, wie unangenehm das ist. Aber wenn man ihn dann mal los wird, absetzen kann, dann kann man endlich mal aufatmen. Dann merkt man erst, was das für ein Unterschied ist. Schwer nachzuvollziehen, wenn man immer den Rucksack gehabt hat. Die ganze Menschheit trägt ihn auf dem Rücken. In allen möglichen Formen, aber immer auf derselben Grundlage. Ich-Bestätigung, Daseinstrieb. Haben wollen, mehr werden wollen. Diese dritte Kontemplation ist die Kontemplation über die Elemente, die Grundelemente, aus denen alle Manifestationen im Universum bestehen. Diese Grundelemente sind in uns genauso zu finden wie in jedem anderen von der Natur und in der Welt existierenden, körperlich erscheinenden Phänomen. Da wir uns mit diesem Körper hundertprozentig identifizieren und unendlich viel Wünsche und Ablehnungen für ihn haben, er soll so sein und er soll Komfort haben. Und es soll ihn auf keinen Fall jemand stören oder berühren, ohne dass man das erwünscht hat. Alles ist ich mit diesem Körper. Und daher wird diese Kontemplation über die Grundelemente vom Buddha als eine der vielen Möglichkeiten empfohlen, um eine andere Sicht zu bekommen. Ich sagte bereits am ersten Abend, dass es hilfreich ist, sich ein Tagebuch anzulegen und da hineinzuschreiben, was ist mir am wichtigsten. Und dann, wenn am Ende des Kurses diese Frage total anders beantwortet wird, dann hat der Kurs einen Sinn gehabt. So sieht es aus mit der Betrachtung der Elemente, aus denen wir bestehen. Wenn wir das in uns aufnehmen, dazu braucht man natürlich nicht nur einen offenen Geist, sondern ein offenes Empfinden, ein offenes Herz. Je mehr man sich zumacht, desto weniger versteht man. Und dieses Nicht-Verstehen liegt nicht an persönlicher Dummheit. Es liegt einfach daran, dass man nicht will. Ich möchte lieber bei dem bleiben, was ich bis jetzt gemacht habe, weil ich glaube, dass wenn ich es geschickter anpacke, ich es doch noch zum Erfolg führen kann. Das hört sich bestimmt bekannt an. Da muss man schon eine Weile probiert haben und immer wieder gemerkt haben, so geht's nicht. Es muss einen anderen Weg gehen. Das ist natürlich auch sehr häufig eine Frage der Zeit.
wie lange man schon probiert hat. Wenn man nur sehr kurze Zeit probiert hat, dann kann man sich vielleicht noch nicht mit Sicherheit zugeben, dass es auf die Art und Weise, wie es in der Welt probiert wird, glücklich zu werden, einfach nicht funktioniert. Die Grundelemente in sich selbst zu erkennen, bedeutet, dass wir erstens einmal unsere totale Zusammengehörigkeit und Interaktion mit allen Menschen und der ganzen Natur zu verspüren bekommen. Es gab mal eine Zeitung, das ist aber schon eine Weile her, und die hieß Wir sind alle eins. Wunderbarer Name. Mich hätte mal interessiert, wie viele Menschen, die mit der Zeitung was zu tun hatten, es effektiv gespürt haben. Das ist nämlich der ganze Unterschied. Wir können gerne sagen, wir sind alle eins. Das ist ein sehr schöner Satz. Und wir können ihn auch immer wieder benutzen. Er wird auch andauernd benutzt. Aber wer spürt denn das? Die Kontemplation der Grundelemente soll das Verspüren dieser Einheit vereinfachen. Je konzentrierter der Geist ist, desto einfacher ist es natürlich. Ein ewig abschweifender Geist hat natürlich große Schwierigkeiten damit, das ist klar. Ein immer wieder abschweifender Geist ist ein Geist, der sich nicht einspitzig auf etwas richten kann. Einspitzig sein ist so wie einen Bleistift anspitzen. Man kann auch mit einem stumpfen Bleistift schreiben. Schön sieht's nicht aus. Aber man kann irgendwas damit schon fabrizieren. Aber wie viel schöner, wenn der Bleistift angespitzt ist. So geht's mit dem Geist. Man kann schon irgendwie über die Runden kommen. Mit einem Geist, der andauernd abschweift. Und ja, vielleicht soll man sagen, dass 90% der Menschheit irgendwie über die Runden kommen. Von Geburt zu Tod. Aber die Schönheit und die Klarheit und die Einfachheit und die Liebesfähigkeit, die ein einspitziger Geist in uns erwecken kann und der uns den Weg zeigen kann, bleibt einem dann verschlossen. Einspitzigkeit ist die Konzentration, die Geistessammlung. Die muss man lernen und die versuchen wir zu lernen. Und bei der Kontemplation ist es genauso nötig wie bei der Meditation auf den Atem. Bei der Meditation auf den Atem oder bei der Stück-für-Stück-Meditation sind wir mit einer Sache beschäftigt. Entweder den Atem oder aber die Empfindungen oder Gefühle, die hochkommen. Bei der Kontemplation muss der Geist versuchen, auf dem Thema zu bleiben. Und wenn er in die Weite schweift, kann man das genauso etikettieren, wie es wir es bei der Meditation tun sollen, und ihn wieder zurückbringen zum Thema. Kontemplation ist nicht über etwas nachdenken in dem Sinne, wie wir über unsere persönlichen Probleme im Allgemeinen nachdenken oder wie wir im Allgemeinen nachdenken darüber, wie wir unser Leben besser einrichten können oder wie wir darüber nachdenken, was mit anderen Leuten eigentlich los ist. Das ist es nicht. Es ist ein Thema aufgreifen und versuchen, das so zu verinnerlichen, dass es einem vollkommen klar ist. Die Klarheit hängt natürlich davon ab, erstens einmal, wie konzentriert der Geist ist, aber zweitens einmal auch, wie leicht er sich in eine andere Richtung bewegen kann. Es gibt ganz schwerfällige Geist. Dem fällt es furchtbar schwer, anders zu denken, als er bis jetzt gedacht hat. Dann gibt es eine Art Geist, der ganz einfach und ganz leicht die Zusammenhänge sieht und sofort Aha empfindet. Und dann gibt es alle Möglichkeiten dazwischen. Wie immer es sei, so lange dauert's. Entweder lange, ganz kurz oder mittelmäßig. Meisten Menschen kann man annehmen, liegen in der Mitte. Was uns diese Kontemplation auf die Grundelemente bringen soll, ist nicht nur, dass wir
eins sind, total eins miteinander, mit der Natur, mit allem, was existiert. Nicht nur das, das ist ein primäres Objekt dabei. Aber es gibt noch ein zweites, sehr wichtiges Zweck dieser Kontemplation. Und dieser zweite wichtige Zweck ist, einmal von der Identifikation mit diesem Körper etwas loszulassen. Diese Identifikation etwas zu erschüttern. Dass etwas ins Wanken gerät. Dass man nicht mehr ganz so 100 oder 150%ig diesen Menschen anschaut und sagt, das bin ich. Von Kopf bis Fuß, das bin ich. Und das gehört mir. Auch die Verfall, Krankheit und Tod geht in die Richtung. Das habe ich bereits erklärt. Was gehört einem denn da? Im Allgemeinen wird der Körper krank, wenn man es überhaupt gar nicht gebrauchen kann. Wenn es wirklich einem gehören würde, wieso gehorcht er nicht? Wir würden ganz gerne ohne jeglichen Diskomfort auf dem Kissen sitzen. Und wieso gehorcht der Körper nicht? Wem gehört denn das Ding eigentlich? Wer hat denn da Eigentumsrecht, wenn es überhaupt nicht gehorchen will? Vielleicht möchten wir Dinge machen, die wir mit dem Körper, zu denen wir unfähig sind. Was ist das? Wieso? Was reden wir uns da ein? Daher ist auch diese Kontemplation, genau wie die über Verfall, Krankheit und Tod, auch dahin ausgerichtet, um einmal etwas, diese Ich-Illusion, zu erschüttern. Sie wird nicht verschwinden, ich garantiere. Das dauert etwas länger. Sollte das jemandem passieren, kann man nur gratulieren. Aber man kann einmal vielleicht etwas realistischer erkennen, was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein. Nicht das, was wir glauben. Und nicht das, was wir vielleicht aus Büchern aller Art entnommen haben. Derjenige, der wirklich weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein, ist im Allgemeinen ein Mystiker. Denn er sieht die Welt in einem anderen Licht, sich selbst natürlich auch, in allen spirituellen Disziplinen. Das ist keiner einzigen spirituellen Disziplin vorenthalten. Wo immer geübt wird, da ändert sich das Weltbild. Das Weltbild ändert sich dadurch, dass sich das Selbstbild ändert. Natürlich kann man leider diese Kontemplation auch total oberflächlich und mechanisch durchführen. Nichts gegen zu machen. Jeder muss so machen, wie er kann. Man kann die Worte sagen und hören, man kann die Erklärungen hören und dennoch ändert sich nichts. Außer vielleicht, dass man es interessant findet oder langweilig. Beides ist möglich. Hat man aber den Wunsch, tiefer in die Wahrheit einzudringen, dann ist es sehr leicht möglich, dass einem diese Kontemplationen dabei sehr helfen. Es gibt zwei Arten der Wahrheit. Eine nennen wir die relative Wahrheit. Und eine nennen wir die absolute. In der relativen Wahrheit kann man ohne weiteres sehen, dass jeder, der hier sitzt, eine eigenständige Person ist, mit einem eigenen Kissen, einem eigenen Körper, total begrenzt von den Ausmaßen des Körpers, mit seinen eigenen Schwierigkeiten im Geist, der seine eigenen Wünsche gerne erfüllen möchte. Das stimmt vollkommen auf der relativen Ebene, auf der leider kein Mensch bis jetzt den inneren Frieden
und das innere Glück gefunden hat. Momentanes Glück ja, durch die Sinne. Und dann gibt es eine absolute Wahrheit. Und diese absolute Wahrheit ist nicht optisch ersichtlich. Wir können nicht sehen. Unsere Augen sind einfach nicht gut genug dafür, dass wir alle aus winzig kleinen Particles bestehen, die ständig auseinanderfallen, wieder zusammenkommen und die keinerlei Persönlichkeit in sich tragen. Vielleicht haben wir da irgendwann mal ein Physikbuch gelesen, wo das drin stand. Oder, wenn es noch nicht allzu lange her ist, dass wir auf der Schule waren, haben wir es sogar auf der Schule gehört. Das muss aber in ziemlicher kurzfristiger Zeit gewesen sein, weil so lange haben wir die neue Physik noch nicht. Aber was dann? Wie alles andere ist in Vergessenheit geraten und ich steht wieder an der Spitze. Wenn man im Leben gemerkt hat, dass das Ich, wenn es an der Spitze steht und der wichtigste, die wichtigste Priorität ist, dass das nichts wie Leid verursacht, dann ist man gewillt, etwas anderes zu machen. Daher sagen wir, Dukkha ist unser bester Lehrer. Die meisten Menschen sind sehr gegen Dukkha eingestellt. Die wollen keinen Schmerz, Leid, Kummer, Jammer, Verlust, Unzufriedenheit, wollen ihre Mangelerscheinungen irgendwie sofort ausmerzen. Im Gegenteil, wir sollten glücklich sein, wenn wir das Dukkha merken. Es ist die beste Art und Weise, uns auf den richtigen Pfad zu bringen. Aber ich erwähnte schon einmal, dass der Buddha gesagt hat, es gibt 4 verschiedene Arten von Menschen. Die eine Sorte braucht es nur zu hören, die zweite muss es sehen, die dritte muss es in der Familie erleben und die vierte muss es selbst erleben. Wir können uns aussuchen, welche von den 4 Sorten wir sein wollen. Wollen wir das Dukkha erst selbst erleben und dann was unternehmen? Auch das ist noch keine Garantie. Diejenigen, die das Dukkha selbst erleben, müssen nicht unbedingt den Pfad heraussuchen. Die können sich auch sehr oft und auch sehr tief in Ablehnung und Depression begeben, gegen Dukkha. Natürlich ein großer Fehler. Was hat es für einen Sinn, das abzulehnen, was wirklich ist? Denn Dukkha gehört zur absoluten Wahrheit. Die 3 Merkmale des Daseins, die ich bereits erwähnt habe, Anicca, Dukkha, Anatta, Vergänglichkeit, Unerfülltheit, Mangelerscheinung, Substanzlosigkeit, das sind die absoluten Wahrheiten. Und wenn wir die in uns so empfinden, dass sie ein Teil unserer Selbst sind, dann verlieren wir diese Anhänglichkeit und das Anhaften an dem, was uns angeblich unterstützen soll und es niemals kann. Die Dinge in der Welt sollen uns unterstützen. Andere Menschen, die genauso vergänglich sind wie wir, die unsere Besitztümer, unser Wissen, all das soll uns unterstützen, soll uns irgendwie eine feste Position geben. Das kann es leider nicht. Diese feste Position ist andauernd im Ruckeln, die wackelt andauernd. Und dann glauben wir haben großes Dukkha, weil irgendwas ist verloren gegangen, ein Mensch, eine Situation, irgendetwas, ein Beruf, irgendwas geht verloren. Die ganze Sache kommt ins Ruckeln. Und wir glauben, die Welt behandelt uns schlecht. In Wirklichkeit behandeln wir uns selber schlecht. Wir schauen nicht auf die Dinge,
wie sie wirklich sind. Alles, was wir in der Kontemplation uns erarbeiten können, geht darauf hin, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und wenn wir unser Weltbild und unser Selbstbild einmal auch nur etwas drehen können, dann sieht alles ganz anders aus. Kinder spielen mit so einem Kaleidoskop. Da gibt es ein hübsches Bild, wenn sie durchschauen. Und wenn sie daran nur etwas wackeln, dann kommt ein neues Bild. Das versuchen wir hier, an dem alten Bild etwas zu wackeln, damit mal ein neues kommt. Wer kein neues Bild haben will, braucht nicht zu wackeln. Nicht nötig. Wir sind alle hier freiwillig zusammengekommen. Das haben, glaube ich, auch ein paar vergessen. Jeder ist freiwillig hier. Jeder macht freiwillig, was er für richtig hält. Persönliche Meinungen gehen nicht so schnell verloren. Obwohl der Buddha natürlich immer wieder gesagt hat, wir sollen sie fallen lassen. Aber das ist genauso, wie wenn ein Heilpraktiker zu einem sagt, entspann dich doch. Haben wir auch alle schon erlebt. Funktioniert überhaupt nicht. Die vier Grundelemente heißen Erde, Erdelement, Wasser, Feuer und Wind. Und daraus bestehen wir. Und sonst gar nichts. Interessant, ne? Wir haben geglaubt, was wir alles da für interessante Dinge sind. Diese vier Elemente sind in allem zu finden, was sich manifestiert. Es sind verschiedene Arten der Quantität vorhanden. So ist natürlich in einem Fluss mehr Wasserelement und auf dem Rasen draußen mehr Erdelement. Aber dennoch haben alle Manifestationen alle vier Elemente in sich. Alle vier Elemente haben Eigenschaften und Funktionen. Die Eigenschaft des Erdelements ist Festigkeit, Kompaktheit, Härte. Und die Funktion ist, eine solide Grundlage zu bilden. Wir brauchen nur einen Moment mal an die Erde draußen zu denken, auf der wir unsere Häuser aufbauen, unser Gemüse anbauen, Bäume wachsen. Eine solide Grundlage bildet das Erdelement. Genauso bei uns. Das, was in unserem Körper hart und fest ist und kompakt, bildet eine solide Grundlage. Das ist Eigenschaft und Funktion. Dann haben wir das Wasserelement. Es ist klar, dass alles, was flüssig ist und auch alles, was nass ist, ist die Eigenschaft des Wasserelements. Aber das Wasserelement hat eine ganz interessante Funktion. Es hat die Funktion des Bindens. Wenn man etwas Mehl nimmt und etwas Wasser da hineingießt, richtige Menge, dann kriegt man Teig. Es bindet. Und daher sind diese 80% Wasser, aus denen wir bestehen, nicht ersichtlich, denn sie halten unsere Zellen zusammen. Ich habe mir dabei dann immer vorgestellt, dass wir vielleicht nicht so viel Wasser in uns hätten und die Zellen alle einzeln spazieren gehen könnten. Wenn sie das täten, habe ich mir dann vorgestellt, wäre es vielleicht einfacher, diese Ich-Illusion abzulegen. Aber es ist mir sofort klar geworden, dass wir uns dann ganz bestimmt die größte Zelle aussuchen würden und sagen, das bin ich. Also auch das würde nichts helfen. Das Wasserelement also hat als Eigenschaft, dass es nass ist und dass es fließt und als Funktion, dass es bindet. Es bindet die einzelnen Teilchen zusammen.
Und dann haben wir das Feuerelement. Ein Feuerelement ist Temperatur. Es ist nicht nur Kälte, Hitze, es kann auch Kälte sein. Es ist jegliche Temperatur. Obwohl wir in dem Inneren von uns es im Allgemeinen als Hitze empfinden. Das ist die Eigenschaft. Die Funktion ist zerstörend. Durch das Feuerelement in uns können wir verdauen. Ohne das könnten wir nicht verdauen. Es ist auch das Element, was das Altern hervorbringt. Es ist in allem vorhanden, es ist Temperatur, es muss nicht Hitze sein. Und dann haben wir Wind, Windelement. Windelement ist Luft, und das ist klar, das ist seine Eigenschaft. Und die Funktion ist Bewegung. Der Wind bewegt nicht nur sich selbst, sondern all das, was er in den Griff bekommt. Es gibt so starke Winde, die Häuser forttragen, Bäume entwurzeln. Das ist dann eine Naturkatastrophe. Die allgemeinen Winde bewegen die Blätter. Das Windelement in uns ist nicht nur der Atem, die Luft, sondern auch die Bewegung, die dazugehört. Und auch jegliche andere Bewegung, die wir machen. Jegliche andere Bewegung, die wir machen, ist auf diese Luftverdrängung, die dabei geschieht, zurückzuführen. Es ist eine einfache Unterteilung. Es gibt viel kompliziertere Unterteilungen. Im Abhidhamma, da auch ein Teil der buddhistischen Lehre ist, sind die Unterteilungen viel komplizierter. Und da es bestimmt jedem schon schwer genug fällt, sich diese einfachen Unterteilungen zu merken, so kommen kompliziertere überhaupt nicht in Frage. Diese einfache Unterteilung hat es aber in sich, dass sie alles mit einschließt. Und dieses mit einschließen, dass wir damit eingeschlossen sind, wird uns in der Kontemplation, die wir machen, auch zeigen, dass alles, was um uns herum ist, nichts Fremdes ist, nicht abseits, keine Dualität. Und das ist eines der interessantesten Aspekte dieser Kontemplation, dass wir uns eine Erklärung der Nicht-Dualität geben kann. Wir leben, solange wir in der relativen Wahrheit leben, und das tun wir, immer in Dualität. Vor allen Dingen in der Dualität des Ichs mit dem Du. Ich selbst stehe gegenüber allen anderen Menschen, die sogar vielleicht mich oft stören, allen Naturereignissen, allen natürlichen Gewächsen, allem, was geschieht, stehe ich als persönliches etwas gegenüber und fühle mich natürlich bedroht. Denn wie kann ein einzelner, winziger Mensch sich in diesem immensen Weltall behaupten? Natürlich versuchen wir es die ganze Zeit, diese Behauptung, diese Selbstbehauptung, recht erfolglos, immer mit Leid verbunden, weil es nicht funktioniert. Und diese Dualität zwischen ich und du und wir und sie bringt auch die Aggressivität und die Feindseligkeit. Dadurch, dass wir uns bedroht fühlen von dem anderen, wer immer das auch sei, je fremder uns das vorkommt, der andere, desto bedrohlicher ist er. Was natürlich alles nur in unserem eigenen Geist sich abspielt. Es hat überhaupt keinerlei Basis in einer Wahrheit, sondern es spielt sich in unserem Geist ab, aber in jedem anderen Geist auch. Und da es sich in allen Geist abspielt, so haben wir eine ständige,
Schwierigkeiten und Feindseligkeiten, die sich nicht nur von Nation zu Nation zeigen, sondern auch in der eigenen Familie, wo es ja recht unangenehm ist. Von Nation zu Nation ist es genauso unangenehm, wenn angefangen wird zu schießen. Diese Dualität können wir überkommen. Wir können sie loslassen. Natürlich, ein Mensch, der sie nicht losgelassen hat, fühlt sich dann dadurch bedroht. Wenn ich mich, und dann ist der Gedankengang so, wenn ich mich dann mit allem eins fühle und die anderen nicht, dann werden sie mir wahrscheinlich Schaden zutun. Wem kann man Schaden zutun? Erdelement, Wasserelement, Feuerelement oder Windelement? Was wird geschadet? Die Ich-Illusion wird geschadet. Kann nur von Nutzen sein. Das sind zwei Negativitäten. Die Illusion ist anders der Schaden. Daraus wird ein Positives. Es bedeutet totales Umdenken. Ganz etwas anderes. Und dieses totale Umdenken ist natürlich weder einfach noch schnell zu bewerkstelligen. Aber man kann ja immer mal versuchen.